Hallo meine Lieben, ich bin heute mal wieder da mit einem Haul. Und zwar war ich in letzter Zeit in sehr vielen verschiedenen Läden. Entschuldigung. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, was ich da so gekauft habe. Also es sind wirklich sehr viele verschiedene Läden und auch Internetbestellungen, alles Mögliche. Ich habe jetzt alles mal gedacht, ich fasse das alles zusammen in einem Video. Als erstes habe ich bei eBay bestellt, in China. Ich weiß nicht, Adresse ist ja egal, aber das erkennt man eh nicht. Das ist alles chinesisch. Ja. Kann ich euch jetzt auch nicht wirklich sagen, von welchem Shop das ist. Also ich glaube, man erkennt da auch nichts. Aber ich werde euch auf jeden Fall alles in die Infobox unten verlinken. Ja. Da habe ich bestellt so Dekoband und hauptsächlich so Jellybeads und sowas. Also so Halbperlen. So. Und zwar von einem einzigen Shop, da hatte ich nur ein Teil gefunden. Und zwar waren das diese Halbperlen. Die sind, glaube ich, 3 mm oder 4. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und schwarz mit so, ja, so Silberoptik so ein bisschen. Weiß gar nicht, ob ihr die genau sehen könnt, aber ich denke mal, das geht. Also falls ihr es hier immer mauzen hört, das sind die kleinen Katzen. Die sind hier mit in meinem Raum mit drinne. Die sind total am Spielen. Eine Katze ging gestern weg. Von der habe ich mich leider echt Tränen überströmt verabschieden müssen. Also, ja, es war nicht einfach. Dazu könnt ihr euch auch nochmal das andere Video angucken. Also, das ist wirklich das letzte Video zu meinen Babys. Ja, und wie gesagt, das war von dem einen Shop nur. Und dann habe ich bei noch einem Shop bestellt. Da habe ich dann ein bisschen mehr. Und da hatte ich als erstes gleich dieses Band. Ich hoffe, man erkennt das. Also, ja, ich denke, ihr seht es mit den Punkten so an der Seite. So richtig schönes rosa Band mit Punkten. Also jetzt sieht man es besser. Und es sind sage und schreibe 45 Meter hier drauf. Die habe ich für 1 Cent ersteigert. Ja, für 1 Cent. Der Hammer kommt aber allerdings. Ich habe nicht geguckt wegen Versandkosten. Daher habe ich jetzt 2 Euro, ich glaube 75 Versandkosten drauf gehabt auf dieses Band. Fand ich jetzt im Nachhinein aber trotzdem überhaupt nicht schlimm, weil ich habe ja die ganzen anderen Sachen auch bei diesem Shop gehabt und das hat sich trotzdem echt gelohnt. Ich habe insgesamt bezahlt, ich glaube, 7 oder 8 Euro. Also mehr war es nicht. Dieses Band, wie allein, wie gesagt, 1 Cent plus dann der Versand. Das ist mega schön und ich komme damit ewige Zeiten hin. Dann habe ich mir auch so ganz viele Jelly-Halbperlen bestellt. Das sind welche in, ich glaube, 4 mm müssten das sein. Ne? Jetzt. Mitzi! Sie versucht mal die Tür aufzumachen. Was sie mittlerweile auch schon echt gut kann. Wohl bemerkt, also es konnte ja nur meine eine Katze das. Mittlerweile können beide das. Also die Mutti kann das auch. Ja, und das sind die in rosa. Die leuchten auch richtig schön. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viele hier drin war. Ich glaube, ja, 100 oder 200. Ich bin mir nicht sicher. Dann habe ich diese hier in richtig schön pink. Das sind 3 mm. Das müssten auch 300, glaube ich, sein. Sind mega schön. Allerdings ist bei dieser Bestellung auch echt was schief gegangen, weil ich habe einige Sachen nicht bestellt. Dafür habe ich einige Sachen wiederum nicht bekommen. Also dann habe ich mich erstmal mit dem Verkäufer noch in Verbindung gesetzt. Da habe ich diese Halbperlen. Das sind 3 mm Halbperlen. Die leuchten in Regenbogenfarben. Die habe ich nämlich zum Beispiel noch in 6 mm mitbestellt. Und die kamen leider nicht mit. Die waren leider nicht dabei. Ich hoffe mal, das kommt alles noch nach. Dann habe ich diese hier.
Das sind 3 mm Halbperlen. Diese Jelly Beads wieder. Das Problem ist, diese habe ich nicht bestellt. Also die waren definitiv nicht dabei bei meiner Bestellung. Die sind allerdings jetzt in meiner zweiten Bestellung, die ich jetzt vor ein paar Tagen abgegeben habe, waren diese dabei. Also die werde ich wohl nochmal bekommen. Wenn ich nicht wieder was Verkehrtes bekomme. Und dann habe ich noch diese lilanen auch in 3 mm bekommen. Und diese habe ich auch nicht bestellt. Also, ja. Nicht so toll eigentlich. Sie sind zwar schön, aber ich habe andere bestellt. Ich habe zum Beispiel in 3 mm auch irisierend weiß bestellt. Und die waren da jetzt leider echt nicht dabei. Und ich hoffe wirklich, ich kriege die nach, weil sonst finde ich das auch nicht fair. Dann habe ich diese Halbperlen in rosa. Das müssten 4 mm sein. Ja, ich hatte, glaube ich, mal einmal nachgemessen schon. Dieses zum Beispiel hatte ich, glaube ich, in 6 mm bestellt. Die sind jetzt in 4 mitgekommen oder so. Oder in 3 oder so habe ich die bestellt. Ich habe zwar rosa bestellt, aber nicht in der Größe. Also, ja. Viel ist schief gegangen. Dann habe ich diese Schleifen bestellt, die man gerade nicht sieht. Ja, jetzt könnt ihr sie sehen. Die habe ich mir zum Beispiel viel kleiner vorgestellt, aber ich habe leider mal wieder nicht drauf geachtet, wie groß sie sind. Die sind in 2 verschiedenen Farben, würde ich jetzt mal so sagen, drin. Also eher in so Creme und in Weiß. Was, glaube ich, auch nicht angegeben war. Merke ich mal gerade so. Also ich glaube, ich werde auch nicht unbedingt nochmal bestellen, weil ich habe die Nachricht schon vor 1,5 Tagen ungefähr verschickt und ich habe noch keine Antwort bekommen. Es kann jetzt aber natürlich auch dran liegen, dass Wochenende ist. Also, ja, erstmal abwarten. Dann habe ich diese Halbperlen bestellt. Das war gerade die Mutti, die hat die Kleinen gerade verscheucht. Ich glaube, die ist gerade etwas grantig. Ich mache mal kurz Pause. Ich muss sie mal kurz rauslassen. So, ich habe mal die Tür ein bisschen aufgemacht. Jetzt können die Katzen wieder hin und her laufen. Ich glaube, das war viel der Grund, wieso sie so abgegangen ist eben. So, wir waren bei diesen Herzen. Die sind, glaube ich, 1 cm groß. Die sind mega schön. Die sind auch nur 30 Cent oder so haben die gekostet. Das sind jetzt 30 Stück, glaube ich, drin. Allerdings waren verschiedene Farben abgebildet. Also jetzt blau so viel, das war überhaupt nicht abgebildet. Dafür war mehr Gelb noch mit drin. Und ja, Rot und alle Farben eigentlich. Grün. Aber ich denke mal, das ist immer variabel. Finde ich jetzt auch nicht weiter schlimm. Sind trotzdem echt schöne Farben. Und die würde ich mir auch wieder bestellen. So, und dann habe ich mir noch 2 Charms bestellt. Das sind 2 verschiedene Sorten. Und ich bin ja so ein Fan von Tribute von Panem. Und da habe ich mir einmal diese Armbrust bestellt. Ich glaube, die seht ihr nicht richtig. So. Jetzt könnt ihr sie ja nicht gut sehen. Das ist einmal diese Armbrust, da kann man auch noch einen Stein reinmachen, sehe ich gerade. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich glaube, da sind 8 Stück drin. Ich musste die haben. Ich habe die bei dieser hier, also bei der jetzigen Bestellung auch nochmal mitbestellt. Weil ich die echt toll finde. Und natürlich diese Anhänger. Die kennt ja jeder, der Tribute von Panem kennt. Der. Ja. Ich komme gerade nicht mal auf den Vogel. Schnattertölpe? Nee. Spotttölpel war das. Mensch. Kam gerade etwas durcheinander. Jedenfalls habe ich diese auch mitbestellt. Da sind 4 Stück drin. Die mussten unbedingt sein. Diese habe ich mir jetzt auch alles nochmal bei Doreen Beats bestellt. Also mittlerweile gibt es bei Doreen Beats noch verschiedene Größen und Farben. Und ja, da habe ich einfach alles mal im Warenkorb gelegt. Ich bekomme übrigens die Tage auch noch einen Warengutschein für Doreen Beats. Weil ich meine Sachen immer
ja, gezeigt habe in Videos. Und das habe ich jetzt gelesen, das kann man denen hinschicken und so, und dann kriegt man Gutscheine. Also, falls ihr auch Hauls macht, so über so Sachen, wo ihr bestellt, dann könnt ihr da auch mal hinschreiben. Also, ihr könnt da auf der Seite gucken. Da gibt es extra eine E-Mail-Adresse für und da könnt ihr dann hinschreiben. Also, ich bekomme meinen Warengutschein Montag oder Dienstag. Und ich wollte sowieso jetzt die Tage bestellen, also trifft sich das sehr gut. Mal gucken, was, also wie viel man bekommt. Es stand da, glaube ich, von 1 Dollar bis 25 Dollar oder so. Kann man bekommen. Bin ich ja mal gespannt. Ich habe einfach alles mal hingeschickt, was ich schon gefilmt habe. Wenn man zum Beispiel auch Tutorials jetzt darüber macht und das auch so ordentlich erwähnt, dass es über Darwin Beats ist und so, dann kann man noch mehr bekommen sogar. Also, liebe Leute, ich wundere mich gerade hier. Meine Katze sind schon wieder im Schrank und spielt da bei meinen Bastelsachen rum. Also die Kleine, die eine. Ja, die sind sehr agil mittlerweile. So, das war Ewe. Dann habe ich gekauft. Das ist jetzt auch schon eine kleine Weile her. Und zwar war ich in Anthony's Family. Und da gucke ich immer mal ein bisschen durch. Und da habe ich diese, ja, Kratzbilder gefunden. Also da sind 15 so eine Blätter drin. Die sind in so Regenbogenoptik. Ihr kennt das ja. Die sind dann so schwarz und die kann man dann so bemalen. Ich fand das jetzt für Pocket Letter vielleicht gar nicht schlecht. Das wollte ich mal ausprobieren. Ich mache die jetzt mal auf. Ich habe selber noch nie reingeguckt. Ich habe die schon eine ganze Weile fliegen. So, hier sieht man das eigentlich auch sehr gut. Oh Mann. Also da seht ihr hier oben den Regenbogen. Das ist schwarz so. Also mal gucken, ob man das gut benutzen kann. Ich werde es definitiv mal ausprobieren. Also ich bin heute auch endlich mal wieder rangegangen und habe ein Pocket Letter, ja, so ein bisschen gebastelt. Also es ist halb fertig, sagen wir es mal so. Ich bin noch nicht ganz wieder auf dem Damm. Also ich habe auch die ganze Zeit echt keine Zeit gehabt zum Basteln. Tauschpakete komme ich im Moment nicht hinterher und ja. Aber das wird alles wieder. So, und dann habe ich mir noch gekauft. Und zwar das hier. Das muss unbedingt sein. Das ist ein Stempelset von Gotches. Ja. Und das hat 15 Euro gekostet bei uns. Ja, das ist so ein Spielzeugladen gewesen. Da habe ich mir übrigens auch eine Handytasche jetzt neu gekauft, auch von Gorgeous. Weil ich die so toll finde. So, und da sind diese Stempel drin. Ich hoffe, ich kann euch das jetzt so gut zeigen. Alles Holzstempel. Ich habe sie auch noch nicht benutzt. Ich möchte sie aber unbedingt einweihen für einen Pocketletter. Jetzt die Tage noch. Ja, das ist so mein kleiner Schatz jetzt. Für euch 15 Euro finde ich eigentlich noch in Ordnung. Ja, das ist das auf jeden Fall. Dann, das gehört ja immer dazu, war ich in meinem Euroladen, habe mir hier wieder Schnapsbecherchen gekauft. Die kosten 1,19 € dort. Für wie viele? 40 Stück sind hier drin. Also die brauche ich hier am laufenden Band. Dann habe ich. Dann bin ich jetzt neuerdings öfters mal im Thomas Philips. Ich weiß nicht, ob den nicht viele kennen von euch. Jedenfalls gibt es da auch einiges an Bastelmaterial. Und da habe ich mir jetzt mal schon mal einmal Acrylfarbe mitgenommen. Die hat jetzt 69 Cent, glaube ich, gekostet oder 89, weiß nicht genau. Ich glaube 69. Dann hier so ein Organza-Band. In so Bronze-Optik ist das. Hier sind, ich weiß gar nicht, ob es drauf steht. Irgendwo stand es, glaube ich. 4 Meter drauf. 2 Zentimeter dick. Hat 39 Cent gekostet. Also, ja, Spottpreis eigentlich. Dann genauso hier diese kleinen Leimwände. Die fand ich jetzt auch so toll, weil ich wollte damit ganz gerne mal was ausprobieren. Wollte das mal ein bisschen gestalten. Und außerdem wollte ich die gerne für Tauschpakete haben, weil ich weiß, dass ja ein paar die ganz gut gebrauchen können. Da habe ich mal einfach mal ein paar mitgenommen.
Die haben auch 39 Cent gekostet, eine. Und dann musste unbedingt dieses Papierset mit. Ein Kilo Papier. 2,99 Euro hat es gekostet. Also, ich hole das mal raus, glaube ich. Ich habe selber noch nicht reingeguckt. So. Also ich versuche es mal zu zeigen. Ja, das ist mein Hund. Und mein Vater kam gerade rein. Also das Grün habt ihr ja hier schon gesehen, das Grün-Blaue. So. Ich versuche jetzt mal alle mal einmal durchzuzeigen. Es sind immer 10 Stück drin. Ne? Einmal dieses. Das ist auch so hochglänzend. Das ist auch relativ dickes Papier, muss ich sagen. So. Dann dieses. Das ähnelt sehr dem Teddy-Papier. Teddy, ich meine Kick. Die hatten ja auch sowas im Angebot jetzt, was ich ja nicht bekommen habe, weil wir das ja nicht haben. Wir haben anscheinend so einen kleinen Kick, dass der sowas nicht führt. Dann das. So. Dann das hier. Immer so ein bisschen abwechselnd in den Tönen. Ich finde das jetzt gerade sehr passend für Pocket Letter. Das hier. Ja. Das ist auch sehr schön. Das hier. Es ähnelt auch viel. Immer dem anderen. Also verschiedene Farben dann so ein bisschen. Oh, und das ist besonders schön. Ich glaube, das könnte eins von meinen Lieblingspapieren werden. Ich bin ja so ein Pink-Typ, also ich liebe Pink. Pink und Weiß, das ist total die tolle Kombination. Meine Katze maut schon wieder rum. So. Ich schieb das mal da hoch. Könnte auch sein, dass es gleich wieder anfängt zu blubbern. Ich glaube, mein Vater heizt gerade ein. Ja, dann war ich im Nanunana endlich mal. Also ich komme ja ganz selten dahin, weil der ist ein bisschen weiter weg und da bin ich nicht häufig. Also da bin ich vielleicht einmal im Jahr sonst. Im Moment bin ich da häufiger. Ja, und da habe ich erstmal ein bisschen zugeschlagen und mal ein bisschen. Und zwar einmal zwei so eine Röhrchen irisierendes Glitzer. Mein ganz feines ist leider so gut wie alle. Ich weiß nicht genau, ob das dem ähnelt. 75 Cent gekostet. Ich wollte mal kurz. Jo. Also das ist meins. Also das ist. Nee, das ist doch sehr grob dagegen. Weil dieses Glitzer brauche ich unbedingt wieder. Das habe ich leider echt nicht nochmal. Trotzdem kann ich das natürlich sehr gut gebrauchen. Allerdings habe ich so ein grobes Glitzer viel. Also es kann gut sein, dass es eher ein Tauschpäckchen drin hat. Dann habe ich diese Backform gekauft. Wo jetzt schon ein paar Hundehaare drin sind. Naja, passiert. Das sind dann eben diese viereckigen. Hochglänzend wieder. Die haben 3,75 Euro gekostet. Auch im Nanunana. Da gab es auch viele andere Sorten noch. Also Bärchen und Blümchen, glaube ich. Alles Mögliche eigentlich. Also ich habe jetzt nur die erstmal mitgenommen, weil die, glaube ich, andere Größe haben wie die, die ich habe. Da können wir auch mal kurz gucken. Glaube ich. Ne, ich habe jetzt hier nichts. Da gucke ich später mal, ob das die gleiche Größe ist. Jedenfalls finde ich die super. So, und dann kommen wir zum Kick. Da war ich auch. Da habe ich ein bisschen was Günstiges ergattern können. Und zwar ja, für 10 Cent hier so eine Boxen
zwei Stück. Die sind natürlich immer ideal für Tauschpäckchen, ne? Und diese ganzen, ja, Stempel, Sticker meine ich. Je 10 Cent pro Bögen. Ich habe alle mitgenommen, die da waren. Ja, also die mussten definitiv mit. Und dann habe ich nochmal geguckt bei Stickern. Und zwar habe ich diese beiden Bögen dann noch gefunden. Und die sind ja wohl auch mal mega süß. Vor allem die Pferdchen finde ich ja ganz toll, aber die anderen auch. Ja. Da muss ich mal gucken, ob ich davon was abgeben kann. Eigentlich hatte ich sie auch gekauft zum Abgeben, aber ja, ist immer schwierig. Bevor man ja selber so viel hat, aber naja, ist schwierig. So, und dann war ich noch im Teddy. Ja, bei uns wird schon wieder windig. Und zwar habe ich mir dieses süße Teil gekauft. Das musste sein. Das ist extra hier für meinen Schreibtisch, möchte ich das haben. Da habe ich nämlich leider nichts für Stifte oder sonstiges zur Aufbewahrung. Ich wollte mir immer was basteln, habe es aber noch nicht geschafft. Und ich fand das jetzt so süß, wo ich das in der Werbung gesehen habe. Und da war ich so glücklich, dass sie das noch haben. Ja, dann habe ich es natürlich gleich mitgenommen. Kostet 3 Euro. Jo. Entschuldigung. Da ist was runtergefallen. Was man sehr deutlich gehört hat, glaube ich. Dann habe ich mir mitgenommen Gummiband. Brauche ich ja ganz viel immer, weil ich ja nähen tue. Für Nagetiere, Hängematten und so. Und da benutze ich dieses Gummi jetzt am liebsten immer. Macht sich ideal. Ja, da habe ich gleich mal 3 Pakete mitgenommen, weil meins wirklich komplett alle ist. Dann habe ich gekauft diese Häkelborte. Die haben auch schon einige in ihren Hauls gezeigt. Da sind, ja, 2,5 Meter drauf, so wie ich das sehen kann. Und das finde ich für 1 Euro, finde ich das echt günstig, weil sonst ist viel weniger drauf. Dann habe ich mir mal wieder eine so eine Kiste mitgenommen, weil meine sind aufgebraucht von diesen Kästchen. Die sind immer total toll. Na, der Verschluss gefällt mir gerade noch nicht ganz. Ist immer so eine Sache mit diesen Verschlüssen beim Teddy. Ja, ihr seht das schon wieder gar nicht mehr, was ich alles hier... Ich weiß auch nicht, ob euch die Kameraoptik so jetzt gefällt oder ob ich wieder niedriger filmen soll. Am liebsten hätte ich ja so einen Arm, so wie Timo Tinker hat. So ein Handyteil von oben. Das wäre natürlich am besten, aber das habe ich leider nicht und habe es auch noch nirgendwo gesehen. Also falls ihr einen Tipp habt, wo es sowas gibt, relativ günstig, wäre ich sehr dankbar, wenn ihr mir das da unterschreibt. So, und dann habe ich noch ein bisschen was ergaunern können. Und zwar einmal Acrylfarbe, Pastellacrylfarbe, für 1 Euro wieder. Das ist wieder von diesen neuen Marken, also ich fand das jetzt sehr schön, weil mein Rosa ist auch fast alle und ja, dann habe ich mir das gleich mitgenommen, weil ich Rosa sehr viel nutze. Dann habe ich hier einmal so Flittersternchen. Kann man da am besten sehen. In Blau für 1 Euro. Die habe ich auch einfach mal mitgenommen. Und dann hier so eine Flakes. Die habe ich auch schon das öftere mal gesehen. Ne? So eine Papierflakes sind das. Und das wollte ich einfach mal ausprobieren, weil für 1 Euro kann man ja nichts verkehrt machen eigentlich. Was kann man denn mit Lack so... Ja, ein Dingchen. Achso, damit das hält. Was ich unbedingt noch brauche, ist noch wieder Acryllack. Ich bin eigentlich extra hingefahren zum Teddy wegen Acryllack. Aber bei uns gibt es den leider nicht. Und meiner ist, ja, also den ich für meine Resin-Teile habe, der ist schon halb leer, weil ich den im Moment auch für meine Kisten und so benutze. Und das wollte ich eigentlich nicht. Also ich brauche unbedingt Acryllack. Dann habe ich noch gefunden, wieder ein ganz günstig Stempel. So einen schönen Sommerstempel.
für einen Euro. Also ich finde das ja immer mega toll, diese Ecke. Da bin ich immer eine halbe Stunde beschäftigt. Die sind super toll. Dann habe ich mir einmal diese Glitzersteinchen in Rot mitgenommen. Am liebsten hätte ich mir noch mehr mitgenommen, aber ja, das Budget lässt es eben nicht zu. So, und dann habe ich noch diese Schablone gefunden. Die kennen bestimmt schon viele. Aber ich habe noch gar keine Schablone außer eine, die ich mir auch in letzter Zeit schon gekauft habe. Und die musste unbedingt mit. Ich finde diese Vögel finde ich echt niedlich. Das, was da unter ist, kann ich noch gar nicht so genau erkennen. Oder ist das auch für die Vögel? Ich glaube, das ist für die Vögel, oder? Ja, ich glaube, ja, müsste. Kann man hinten, können wir mal gucken. Ah, da macht man dann so Muster rein. Und diese Vögel, oh, das ist ja toll. Das habe ich noch gar nicht geguckt. Ich bin auch mal wieder doof. Deswegen, ich fand das mega cool. Deswegen, die musste unbedingt mit. Für einen Euro kann man ja echt nichts verkehrt machen da dran. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Also, ich weiß nicht, ob ihr das viel fandet, aber das war's. Ja. Das war alles, was ich in letzter Zeit, also in den letzten, sagen wir mal, so 2 Monaten ungefähr geshoppt habe. Also der größte Teil, sagen wir es mal so. Alles ist es natürlich nicht. Also ich habe vieles noch so rumliegen oder so. Ja. Es wird in den nächsten Mal wieder ein Haul kommen von Doreen Beats, wie ich ja vorhin schon gesagt habe mal. Ich denke mal so in einer Woche, weil ich werde ja mal gucken, spätestens Mittwoch denke ich mal bestellen. Bis das denn da ist. Ja. Ja, ich sag, sagen wir mal eher so 1,5 bis 2 Wochen. Und außerdem kommen auf jeden Fall noch wieder einiges an Tauschpaketen. Also ich kriege auf jeden Fall noch ein Action-Tauschpaket in nächster Zeit. Da freue ich mich mega doll drüber. Weil Action haben wir ja leider wirklich nicht hier. Ich würde so gerne so einen Laden hier haben. Vielleicht gibt es den ja mal in 5 bis 10 Jahren hier. Kann ja sein. Man gibt ja die Hoffnung nicht auf. So, ja. Wer Lust hat auf ein Tauschpaket, kann mich gerne anschreiben. Wer auch eine Idee hat wegen einem anderen Video oder so, also irgendwie ein Tutorial, was ich mal zeigen könnte oder so. Immer wieder her damit. Also nächste Zeit kommt hoffentlich wieder ein bisschen mehr. Ja. Und dann sage ich erstmal Tschüss, bis zum nächsten Video.